Ja, soll ich mir gerade mal die Hundepfeife holen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Soll ich das? Soll ich das nicht? So, hier vorne die Tür war ja kaputt, ne? Da konnten wir ja nicht durch. Oder nicht mehr. Muss gerade gucken. Das war die Doppeltür. Das war dann hier die, oder? Ne, die geht. Wo geht's denn hier? Oder war das hier mit dem Umbrella? Oder die Doppeltür war es? Eine von diesen Türen hier war auf jeden Fall. Führt. Ja, hier, ne? Oder? Nee, wo geht's denn hier lang? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Aha, und da liegt sogar noch ein Farbband rum und ein Verteidigungsobjekt. Okay, hier war ich noch gar nicht. Oh, das sieht gut aus. Mehr Objekte können Sie nicht tragen, aber egal, wir wissen, dass es da ist. Okay, dann nehme ich mir erstmal den Dolch mit. Das ist sehr gut und ich weiß auch, wo Munition dafür liegt. Sehr schön. So. Passe mal auf. Dann würde ich sagen. Tja. Ich kann jetzt nicht ablegen sagen. Warte mal. Dann gehe ich jetzt erstmal raus. Gehe zu meiner Inventarkiste nochmal. Geil, hier liegt hier ein Gewehr rum. Ey, wie geil ist das denn? Muss schon merken, hier bei diesem. Was war das? Irgendwas? Ich glaube, ich war das selber. Karte. Wo sind wir denn? Wir sind eigentlich ganz in der Nähe von dem Dings. Da ist ja die Treppe. Also wir müssen eigentlich nur hier raus und durch die Doppeltür und rechts. Ja, genau. Geil, wir kriegen die Schrotflinte. Aber das könnte auch bedeuten, wenn wir jetzt eine stärkere Waffe kriegen, dass auch stärkere Gegner kommen. Ja, das ist meistens so. So, durch die Doppeltür und dann rechts, habe ich gesagt. Sagte er und verlief sich. Hä? Hat er die gerade aufgeschlossen? So, war der tot? Ich glaube ja, oder? So, war das hier die Tür jetzt? Ich muss gerade mal gucken. Ja, das war tatsächlich die Tür. Und warte mal. Hier vorne, die ist noch zu. Können wir die jetzt aufschließen? Tür ist verschlossen. Das Wappen des Spen. Ach ja, das war das Spencer-Wappen. Da scheint aber nur ein Raum zu sein dahinter. Warte mal, das Wappen der Spencers. Ich habe doch dieses Schild. Ist das vielleicht das Wappen? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich nehme mir mal das gerade mit, glaube ich. Und einmal werde ich noch speichern. Ich habe ja wieder ein Farbband, was ich gleich kriege. So, Moment. Also, ich werde. Ne, ich mache erst die ganzen Sachen hier. So, dann lege ich das erstmal weg. So, nehme mir mal das Symbol mit. Und den lege ich auch weg. So. Dann brauche ich gerade mal das Farbband zum Speichern. Hier musst du echt genau überlegen, was du dir mitnimmst, ne? Ja, ich. Ah, nein, nicht den Kanister. Nein. Ah, Chris. Ja, ich weiß. So, bitte die Schreibmaschine verwenden, ja? Ja, sehr schön. Ja, bitte möchte ich machen. So, medizinischer Lagerraum. Okay. So. Sehr gut. Ups, das war einmal zu viel. Jetzt ist nur die Frage. Ich muss jetzt gerade nochmal ins Inventar reinschauen. Also, wir haben ja das Messer. Wir haben die Pistole und theoretisch dann. Ja gut, wenn wir das Gewehr nachgeladen haben, brauche ich ja kein extra Dings mitnehmen. Weil ich rede jetzt gerade davon, dass man ja noch ein Ersatzmagazin mitnehmen könnte. Weil beim Friedhof liegt ja eins. Das könnte ich mir theoretisch dann holen. Dann könnte ich das hier reinlegen. Tja, defektes Gewehr. Den haben wir auch noch. Und den Edelstein. Und die Hundepfeife. Ja, die nehme ich dann beim nächsten Mal mit. Wir gehen erstmal jetzt, glaube ich, so. Ich probiere jetzt mal gerade aus, ob wir das Schild da bei dem Spencer-Wappen einsetzen können. Der Typ. Ach, scheiße. Ja. Ah, jetzt muss ich wieder außen rumgehen. Ach, Kacke. Ach, Mist. Ja, die Tür war ja kaputt. Aber komischerweise kann er von der Seite natürlich noch durch. Ach, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Moment, muss ich gerade mal gucken.
Ich komme da durchs Erdgeschoss hin. Ja, ich muss also runter. Ja, schön. Wunderbar. Muss ich hier raus? Ich glaube, ne? Komm her. Geh doch einfach durch die Tür. Komm. Tu mir doch den Gefallen. Diese Tür hat keinen Griff. Ach ja. Ich falle immer wieder darauf rein. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Tür schon ausprobiert habe. Ah, jetzt muss ich wieder außen rum gehen. So ein Scheiß. Entschuldigung. So, hier, dann hier dran vorbei. Hier wieder ganz schön aufpassen, dass ich die Kamera nicht verreiße. So, hier raus. Ach, ist das blöd. So, und dann müssen wir... Ich muss gerade überlegen... hier, ne? Hier doch so, glaube ich. Hier durch. War das richtig? Ich gehe wahrscheinlich jetzt wieder falsch. Hier und dann die rechte da von den beiden. Oder? Moment mal, ich bin mir gerade echt unsicher. Nee, das ist doch falsch. Ach Mensch, das ist... Sowas, das regt mich auf, ganz ehrlich. Das ist so bescheuert mit diesen Türen hier. Wo war das? Unten, oder? Ich glaube unten. Unten, unten, unten. Ja, natürlich, unten. Moment. Ich bin ja runtergegangen danach. Ich bin ja danach runtergegangen. Moment. Ich hasse meinen Orientierungssinn. Ich hasse ihn einfach. Es wird auch nicht besser. Das kann ich euch schon mal sagen. Es wird nicht besser werden. So, dann musste ich... Jetzt gucke ich gerade nochmal. Also, ganz genau. Hier sind wir richtig. Durch die Doppeltür und dann sind wir wieder da. Sehr gut. Weil dann haben wir ja da rechts die Tür aufgeschlossen. So. Mann, 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 Mann. Da könnte ich mich echt manchmal selber in den Arsch beißen. So. Hier auf jeden Fall durch. Deswegen, wenn euch das auf den Sack geht, guckt das Let's Play bitte bei jemand anderem. Weil das wird nicht besser. Kann ich euch jetzt schon sagen. So. Hier. Aber ich will jetzt erstmal das Gewehr haben. Wenn wir Glück haben, ist es auch schon geladen. Das heißt, wir brauchen... Finde ich auch interessant, dass das wieder da in der Einkerbung oder in diesem Gemälde ist. Weil ich glaube, im vierten Teil war es auch so, dass das Gewehr in dem einen Haus hing das ja, glaube ich, da an der Wand. So, war das hier die Tür? Muss man gerade gucken. Da war ja dieser Zwischenraum. Nein, das war das Badezimmer. Dann war es die Eisentür. Dann war das die Eisentür. So, die ist hier vorne. So, wir haben noch einen kleinen Schlüssel. Muss man gerade gucken. Ja, wir haben tatsächlich noch einen kleinen Schlüssel und ich bin schon wieder falsch gelaufen. So, dann mussten wir, ich guck gerade noch mal. Das war, eigentlich sind wir doch schon fast richtig. Inventar, Schreibmaschine. Das ist doch der Raum da, oder nicht? Hä, bin ich jetzt blöd? Da ist das Bad. Moment. Der ist doch hier, oder nicht? Das hier ist der Raum, glaube ich, ne? Ja, genau. So, jetzt sind wir richtig. Mit diesem kleinen Vorzimmer hier, mit dem Gemälde. So. So, hier kriegen wir jetzt erstmal Le Gewehr und Le Farbband. Aber ich glaube, das Farbband kann ich mir dann wieder nicht mitnehmen, ne? Nee. Gewehr mitnehmen, ja. So. Oh, wir haben irgendwas ausgelöst. Scheiße. Wir haben irgendwas ausgelöst. Habt ihr gesehen, dass die Haken nach oben gefahren sind, als ich das weggenommen habe? Oh nein. Okay, wir haben 6 Schuss für das Gewehr und den kleinen Schlüssel. Und jetzt werde ich, glaube ich... Ich merke mir mal, dass hier noch ein Farbband liegt. Ich werde jetzt mal noch das Symbol ausprobieren. Und hier sind jetzt wahrscheinlich erstmal 10 Zombies. Irgendwas haben wir aktiviert. Irgendwas... Oh oh.
Scheiße. Und dann guckt er auch noch so da hoch. Warte mal, kann ich... Scheiße. Komm, 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 komm. Tür lässt sich nicht öffnen. Die Tür lässt sich... Ja, komm, komm. Rüber, rüber, rüber. Schnell raus. Schnell raus hier. So, jetzt müsste die Decke komplett runtergefahren sein, theoretisch. Ich höre nämlich nichts mehr. Okay, können wir... Die Tür ist blockiert, scheiße. Oh, das ist jetzt richtig toll. Komme ich denn jetzt hier nicht mehr raus? Gewehr ablegen. Ach ja, okay, ja, ablegen. Okay, ich weiß jetzt, wofür wir das Gewehr verwenden müssen. Alles klar. Scheiße, ich muss nochmal zurück, es tut mir leid. Ach Mann. Ach, das ist doch... Eieieiei. So ein Mist. Das haben sie sich ja schön ausgedacht, ganz ehrlich. Das ist ja richtig klasse. Oh, so ein Scheiß. Nee, also das ist ja wirklich... Mann. Okay, dann wieder hier durch. Ah. Dafür brauchen wir nämlich dieses Fake-Gewehr. Das müssen wir dann da reinhängen. Und dann können wir uns das Schrotgewehr mitnehmen. Ansonsten nicht. Scheiße. So. Hier können wir jetzt nochmal das Wappen einsetzen. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des Spencers. So. Kann ich hier das Wappen einsetzen? Nein, scheiße. Für einen Türknauf ist das, glaube ich, auch ein bisschen zu groß. Was ist denn hier? War ich hier schon? Ja, doch. Hier konnte ich. Konnte ich hier. Nee, hier war ich noch gar nicht. Ich glaube, hier geht's nach draußen, ne? Weiß nicht, ob ich hier schon hin will. Warte mal, ist das hier der Balkon? Ist das hier der Balkon? Warte mal, da vorne. Was war das? Scheiße. Komm, schieß! Ah, fuck, 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 fuck. Ah, scheiße, komm. Nimm das Verteidigungsobjekt, um dich loszureißen. So, hat er jetzt gesessen, der Schuss? Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn die so jaulen, ja, dann ist Feierabend. So, was ist denn hier? In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Aha. Okay, da geht's irgendwo rein. Die Tür ist verschlossen. Super. Aha, okay, außer Hund war hier nichts. Was ist hier noch? Pflanzen? Weil nicht, dass wir hier irgendwo... Der Engel sagt da auch nichts. Dass wir hier irgendwo noch was aktivieren müssen. Dann brauchen wir hier wohl noch einen Schlüssel. Scheiß Hunde. Okay, die sind nicht ganz so nervig wie in den anderen Teilen, aber... Ja. Hm. Interessant. Der verfluchte Sarg. Ich frage mich ja gerade, ob damit der Sarg gemeint ist, der bei den Köpfen hängt. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Ja, natürlich. So, dann müssen wir... Ich glaube, hier war die Tür, ne? Das ist die, durch die wir dann gleich wieder nicht durch können, weil die kaputt ist. Richtig? Ja, genau. So, dann müssen wir leider nochmal eine Runde drehen. Es hilft ja alles nichts. So, hier müssen wir jetzt das Gewehr holen. Eieieiei. Mann, das kostet eine Zeit jedes Mal. Aber ich finde es gut, dass wir weitergekommen sind. Also das, der Fortschritt ist schon jetzt eigentlich ganz gut. Dafür, dass wir am Anfang gar nichts gefunden haben und ich einfach alle möglichen Türen abgelaufen bin. So, defektes Gewehr. Bitte mitnehmen. Und dann lege ich das wieder zurück. Dann kann ich nämlich gleich das Farbband noch mitnehmen. Soll ich sonst noch irgendwas mitnehmen? Ja, Magazin. Gerade mal wieder kurz die Waffe nachladen. Gesundheit ist okay, glaube ich. Na, nicht ganz. Okay, dann, dann werde ich, glaube ich, gemischte Kräuter, erste Hilfespray. Habe ich nicht noch ein einzelnes? Nee, scheiße. Wo lagen denn noch, wo waren denn noch Pflanzen? Ich, gerade überlegen. Bei den Hunden draußen. Da waren auf jeden Fall, ich glaube, da kommen wir auch wieder dran vorbei. Ja, da komme ich dran vorbei. Dann holen wir uns da, stellen noch ein Kraut.
Ist mir lieber. So, jetzt erstmal gucken, ob ich jetzt hier richtig gehe. Aber theoretisch müsste ich den Weg jetzt noch kennen. Ich bin den ja eben erst gelaufen. So. Da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt direkt hier durch. Wir ziehen nicht über los und ziehen keine 5000 Mark ein. Nein, wir gehen direkt den richtigen Weg. So. Da war Rüstungssymbol, das weiß ich noch. Da ist auch Rüstungssymbol. Und hier geht's wieder raus. So. Ne, dann hole ich mir gerade bei den Hunden noch... Ah, da hätte ich die Pfeife wieder mitnehmen können. Scheiße. Weil ich wollte das doch ausprobieren. Und ich weiß ja immer noch nicht, wo der Balkon ist. Oder welcher Balkon gemeint ist. In der Nachricht. Wo wir den Hund herbeirufen sollen. Das weiß ich ja leider immer noch nicht. Aber jetzt holen wir uns erstmal das Schrotgewehr. Das ist erstmal wichtig. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Waffen es hier gibt. Ich glaube allerdings, dass es vielleicht auch noch ein Sturmgewehr gibt. Ich glaube, ein Scharfschützengewehr gab es hier noch nicht. Ich bin mir allerdings unsicher. Aber ich glaube, hier gibt es noch ein Maschinengewehr. Kann mich auch irren. Weil Chris Redfield, weiß ich, ist immer auf jeden Fall in Verbindung zu bringen mit der Schrotflinte. Weil die hat der, glaube ich, auch im zweiten Teil... Da kann man so ein DLC noch spielen oder konnte immer. Und da konnte man auch Chris Redfield spielen. Und ich meine, da war seine Waffe auch die Schrotflinte. Glaube ich. Warte, die Hunde waren... Die Hunde waren... Die waren hier vorne. Moment. Wo ist denn... Hä? Ist jetzt doof? Wo ist denn... Ich hab... Da, die Tür habe ich gesucht. So. Die Tür habe ich gesucht. Hier kommen wir nämlich raus. Ich hoffe natürlich, dass die uns nicht wieder anfallen. Das wäre scheiße. So wie gerade eben. Ich bleibe jetzt einfach mal an der Hauswand. Ich würde die ja abschießen, aber... Aha! Erwischt! Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Weil wir jetzt zwei Hunde haben. Ey! Scheiße! Gut, dass ich eben gespeichert habe. So, komm her. Dreh dich um. Ach, dreh dich doch um. Ach ja, wir können uns ja schnell umdrehen. So. Ah, nee. Scheiße, und da ist noch einer. Oh nein, ich glaube, wir sind gleich tot. Scheiße, ich glaube, wir sind gleich tot. Ja, wir sind tot. Fuck. Warum bitte sind die Hunde jetzt wieder hier? Ich verstehe das nicht. Scheiße. Ach, Mann. Ja gut, okay. Ich meine, das ist nicht schlimm. Dann brauche ich nicht nochmal... ich habe ja da zum Glück relativ zeitnah gespeichert. Warum sind die Hunde jetzt auf einmal hier? Ich verstehe das nicht. Das ist mir echt ein Rätsel. Ah, das ist ja wirklich... Weil ich will jetzt auch ehrlich gesagt dafür jetzt keine Schrotflintenmunition verwenden. Und ich hatte ja eigentlich gedacht, dass die Hunde... Dass man die mit dem Verteidigungsobjekt direkt ausschalten kann, aber leider nicht. So, Farbband weglegen. Dann das hier weglegen, das brauche ich nicht. Und wir nehmen das defekte Gewehr mit. So, Pistole ist nachgeladen. Und dann gehen wir jetzt einfach direkt zum Gewehr. Und dann gehe ich nicht mehr bei den Hunden hin, weil ich brauche jetzt ja auch gerade kein Kraut. Und ich glaube bei der Treppe, also nicht hier, sondern bei der anderen Treppe standen ja auch noch Kräuter rum. Oder habe ich mir die schon mitgenommen? Ich weiß es gerade nicht. Aber Heilung ist hier eigentlich genug vorhanden, also... Ich meine, uns geht's ja jetzt auch noch gut. Ja, aber die Hunde sind schon scheiße. Ganz ehrlich. So, und normalerweise müsste ich jetzt gleich nochmal eine Aufnahmepause machen. Ich mache aber keine. Ich hing noch eine Folge dran oder zwei, weil es ist einfach gerade zu spannend. Definitiv. Weil meine Sessions sind eigentlich immer so eine Stunde bis anderthalb oder zwei. Also in der Regelfall eine Stunde nehme ich immer auf und dann... Nehme ich entweder noch ein zweites Let's Play auf oder mache erst nochmal eine Pause, weil ich halt nicht unbedingt so immer viel Zeit habe. Aber da ich heute frei habe, mache ich einfach mal ein bisschen länger. Ich meine, die Folgen werden trotzdem nicht länger werden, aber die Session dann halt. So. Nee, das finde ich doof. Die sind sonst immer hinter dem Zaun und ich weiß gar nicht, ob das so soll, dass die dann auf einmal davor sind. Weil da muss man auch mit Sicherheit irgendwann nochmal hin. Mit Sicherheit. So. Wie gesagt, dann gehen wir jetzt nicht zu den Hunden und die Scherben sind nicht mehr da. Komisch.
Oder war das hier überhaupt, wo das Fenster kaputt gegangen ist? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das schon wieder verdrängt. Tatsächlich habe ich das anscheinend. So, hier runter. Ja, ich glaube schon. Ja, und dann hier rein. Genau, eine braune Tür war das. Ich meine, die anderen Türen sind auch braun, aber diese braune Tür halt. So. Das Fake-Gewehr haben wir dabei. Das heißt, wir sollten hier rauskommen. Ich hätte ja eher damit gerechnet, dass irgendein Monster losgelassen wird, aber... ach, den Dolch hatte ich mir schon geholt. Tatsächlich. Gut. So, Gewehr mitnehmen. Ja. Einmal. Und dann bitte das andere Gewehr. Nein, ich möchte... Hä? Ah, Moment, dann machen wir das anders. Dann mache ich das so. Genau. Perfekt. Sehr schön. So, wir haben tatsächlich schon 6 Schuss drin. Und wir wissen ja, am Friedhof liegt auch noch Munition. Die hole ich mir, glaube ich, jetzt. So, das Farbband nehmen wir mit. Sehr gut. So, wir müssten jetzt hier durchkommen. Es sei denn natürlich, die haben schon daran gedacht und haben uns jetzt hier Gegner entgegengestellt.